Ja. Ja. Glücksfolge 13. Super. Und du darfst spielen. Super fortsetzen jetzt mit dem Walker im Das hast du total Nacken. Gut gemacht hier in dieser Mittelsequenz. Bist du gut ausgewichen. Ich weiß natürlich nicht, wo der Spinner rumrennt gerade. Da Geh zurück. Der kommt zu uns. Der sieht dich sonst. Guck rüber. Du kannst nämlich gucken, wo er ist. Siehst du? Habe ich gesehen. Guck mal zu, wo er hingeht. Der kann da sicher nicht durch. Haben wir Glück gehabt. Er hat mich auch nicht richtig gesehen, weil er hat nicht geschrien oder so. Nee, er sieht dich jetzt nicht. Gott sei Dank. Und dann gehe ich, muss ich halt gucken, wenn er abhaut. Wenn der dann da... Ich wollte eigentlich um die Ecke gucken. Nee, pass auf. Ist nichts. Aber wenn sie mit dem Wernicke los... Warte, er guckt. Pass auf. Den Wernicke sind wir jetzt mal los, ja. Aber wer weiß, er war ja eigentlich gestorben. Der Wernicke? Ja, wir hatten ja diesen der ist ja auch so komisch zusammengebaut, wie der... Jetzt geht er genau dahin, da wo wir hin mussten. Aber ich denke, jetzt wird er gleich nach rechts gehen. Da nee, da hätte da vorne schon rechts müssen, da wo die Lampe ist. Siehst du, der geht jetzt genau dahin, wo wir hin müssen. Ein bisschen warten, bis er dann den Weg freimacht. Siehst du ihn noch? Ja. Siehst du? Nee. Da, links. Ach, da. Jetzt guckt er nach rechts. Ja, genau. Nee, man sieht ihn so ganz den Schemen halt so, ne? Jetzt kommt er zurück und jetzt müsste er dann rechts, wenn er rechts abbiegen. Geht, und wenn er rechts dann reingeht, wieder da zurück, wo wir gekommen sind, dann kannst du geradeaus gehen. Genau. Nee, der ist jetzt woanders abgekommen. Jetzt ist er gerade rechts rein. Fuck. Ja, aber der ist woanders rein. Aber ich glaube, er geht da außen rum. Nee, aber er geht außen rum. Wie vorhin. Stimmt. Und ich bin ihn jetzt da. Nee. Ich duck mich aber jetzt hier gleich mal. Guck mal, wo er ist. Nee, der ist jetzt hier hinten irgendwo, da hinten. Da ist er. Hast du gesehen? Ja. Da war er. Okay, geh es passt, Perfekt. Aber ich bleib geduckt, damit er mich nicht durchs Glas sieht. Ja. Da ist er nämlich rein eben. Jetzt kann er aufstehen. Jetzt sieht er dich nicht mehr, genau. Und da müsste jetzt irgendwas sein. Mhm. Ich mach die Tür mal eben erstmal zu, einfach. Da ist nur eine. Na, Glückwunsch. Okay, dann schauen wir uns hier mal kurz um. Da ist ein Spind zumindest. Da ist ein Spind, das bringt schon mal was, ja. Da hat was geleuchtet. Wo? Ach du, so ist Computer. Vom ich dachte jetzt, das könnte ja eine Batterie sein. Wenn jetzt also kommt, dann haben wir immer den Spind. Wir haben mehrere Spinde hier. Gut. Noch ein Spind. Er kommt. Echt? Hörst du ihn nicht? Ich habe ihn nur gehört, aber... Ich habe es nur gehört. Ja. Kannst wieder raus, er ist weg, glaube ich. Oder steht der da? Nee, der steht da nicht. Quatsch. Hör mal kurz. Man hört noch was, ist das? Der ist in der Nähe. Man hört ihn noch. Pass auf, dass du nicht ans Mikro kommst mit der Hand. Entschuldigung. Der ist noch da. Er schnüffelt. Ja, man hört das Kettengeklimpert. Kann man dem nicht die weiße Flagge hüpfen irgendwie oder so? Ich bin lieb. Guck, er hat mir Finger abgeschnitten. Ich glaube, jetzt kann es raus. Ja, habe ich auch überlegt. Ich warte noch kurz. Hier ist nichts. Ist der Raum denn völlig sinnlos? Das ist gar nicht irgendwie. Vielleicht musst du auch nach links gehen. Nochmal raus und nach links. Und hier kannst du dich nur verstecken, hier drin. Wenn er dich erwischt. Habe ich irgendwas übersehen? Den Raum habe ich jetzt eigentlich durchsucht. Nee, hast alles angeguckt. Und wenn du da jetzt links gehst, dann musst du jetzt aufpassen, dass er da nicht irgendwo steht, ne? Oh Gott! Alter, was hast du gedacht? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo du hin bist. Ja, ich bin rübergesprungen. Brauchst du jetzt? Boah, das war jetzt echt fetten. Das war knapp. Mein Gott. Sich der nicht mal schleichen. Ja, da müssen wir hin. Der dümpelt jetzt genau da rum, wo da müssen wir halt hin, in die Richtung da. Scheiße. Ich gehe mal hier in die Ecke, dann kann ich entweder nach links oder nach rechts, je nachdem, wo er dann lang geht.
Der sitzt da hinten in den Gang rein und da müssen wir halt hin. Also ich einfach mal, wenn er rauskommt, entweder kommt er hier den Gang klein. Du probieren, da vorne rechts mal reinzugehen. Ja, genau, aber ich werde halt einfach warten, wo er lang geht, damit ich genau den anderen Weg gehen kann. Und er hat, entweder kommt er dann hier lang und dann gehe ich halt außen rum oder er geht halt nach rechts. Ja, genau. Er geht nach rechts, dann kann ich mich jetzt hier lang gehen. Okay, passt. Ja, gut. Ja, ja, ja. Super. Ich stehe mal kurz auf, weil jetzt guckt er eh gerade in unsere Richtung. Ja. Okay, passt. So bist du halt sehr langsam. Ja, aber geh rein da mal. Hat er dich. Fuck. Ich dachte ja noch, dass das zu langsam war. Scheiße. Dann. Komm, komm, komm. Sieht er mich? Nee. Er sieht dich nicht. Pass auf. Lass es mal an. Für die Zeit, dass du musst ihn ja sehen. Gut wieder, ja. Der haut jetzt sicher bald wieder ab, wenn er dich nicht findet. So sehen wir ihn jetzt. Genau. Bleib da hinten. Boah, ich dachte gerade noch, das wird zu langsam wahrscheinlich. Sind wir ja, aber Klischen. Ich wollte auch nicht aufstehen. Das war mich ja nicht. Das war so eine Abwägung. Ja, natürlich. Komm mal wieder, du Spinne. Film ihn mal ein bisschen. Ich würde den gerne mal genauer sehen. Lecker. Fehlt auch das Gesicht halb, ne? Ja, aber wie war das? Also bei uns in den Notizen stand, er hat sich das abgeknabbert da vorne. Mhm. Und irgendjemand hat gesagt, dass das falsch übersetzt wurde, oder wie? Ja, ein Teil davon wurde falsch übersetzt. Oder auch mit dem Stirnlappen. Da musste ich echt mal kurz dran denken. Der hat sicher so einen Vogel dahinter und der hat so rausgepickt. Und dann musste er den Stirnlappen wegmachen, natürlich. Ich muss ihn freilassen. Hier ist jetzt leise aufmachen. Meinst du, er kommt, wenn ich es hier. Ist das laut? Es ist zumindest links jetzt ein Spind. Hast du gesehen? Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass das davon sofort angeht. Gott. Pass auf. Lauf! Mach die Nachtsicht aus. Oh Gott! Weißt du noch wohin? Nee, nicht hier, oder? Doch hier, glatt. Mach die Nachtsicht auf. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Der ist sicher da. Ich höre die Ketten aber nicht. Ich schon. Ja, aber nicht so nah. Nicht so nah! No. Ich komm nicht sofort umdrehen. Komm nicht. Komm, nein, komm. Lass mich noch wegrennen. Die muss sich irgendwo verstecken. Weißt du noch? Ja, ich hänge ein bisschen ab. Nicht hier. Dann, nicht doch, hier. Das sind Spinnen, das sind mehrere Spinde. Das war der erste, das war gar nicht so gut überhaupt. Das ist einfach ein Scheiß. Aber wenn ich überlebe, ist. Gott sei Dank. Ist er schon vorbei? Ja. Jetzt raus und vorbei? Nein, er ist reingegangen. Ja, wenn er soll sich ja wieder aufmacht. Nein, der macht doch immer nur einen auf. Siehst? Weg. Oh. Okay, jetzt hat es doch geklappt. Gut, dass ich die Tür noch hinter mir zugeworfen habe. Ja. Meinst du, er kommt noch ein zweites Mal, wie es sonst auch immer ist? Ich höre die Ketten nicht. Ich auch nicht. Das ist sonst nicht unmittelbarer Nähe. Ich muss ja wieder den Zeitpunkt abwarten. Warte, ist ziemlich laut. Ja, bei innen in dem. Guck mal raus. In dem Innenraum, der Cafeteria. Guck raus. Ich habe hier einen Stress. Du weißt wohin. Wo ist denn der hin? Ist doch wurscht, geh rüber da. Warum gehst du ich muss hier? Da, ich muss doch hinten zu dem den Hebel noch umlegen. Ja, also. Aber da muss man doch nicht hier gehen. Doch, ach doch. So. Okay, Entschuldigung. Ich und. Passt. Ich merke mir das nie. Hier nehme ich jetzt. Geografische Wildsau. Bloß, wo müssen wir danach hin? Die Tür hat jetzt auch. Nö? Wenn ich die Tür rausgerissen oder die aufgerissen? Nein, die hat dann aufgerissen. Hier, draußen, Vater Martin. Geh zurück, da wo wir hergekommen sind. Nicht hier! Nee. Ist das richtig da?
Müsste richtig sein, ja. Darum jetzt in den großen Raum, der wo alles gebrannt hat. Da bin ich doch vorhin zurück. Und da war doch dann nichts mehr, oder? Hier ist ja auch nichts. Ja, das ist falsch. Hast. Ja, aber du musst zurück. Wo denn? Weil ja, als wenn du spielst, achte ich mich nicht ganz so auf die Orientierung. Links und links. Ich sehe hier nichts. Und hier irgendwo rein, oder? Ja, hier nicht. Dann da links. Mhm. Ach, jetzt hier, wo vorher alles gebrannt hat. Und da kommen wir jetzt durch, oder? Ja. Entweder anders die Nachtpsycho ausmachen, Martin, bitte. Ich werde hier ganz verrückt. Das ist aber nur als Zuschauer so. Du hast es selber auch so gemacht. Ja. Ja. Du musst halt ein bisschen Batterie sparen. Ich spare die Batterie hier, nicht du. Ah! Ah! Leck mich doch! Der wollte aber nur raus. Ah! Boah! Okay, dann können wir weitergehen. Oh mein Gott! Das ist die Strafe wieder, die Klugscheißerei. Hey! Lass doch mal die Nachtsicht aus. Dann kommt gleich die nächste Strafe. Nein. Doch, was? Du siehst doch genug. Hier ist Licht. Was ist denn das? Ist das ein Ei? Ich hab eine Notiz gemacht. Ein verdammter Scheißort. Ja, das ist ein Finger. Okay. Okay. Da darfst du ja anmachen. Oh, danke. Oh, bist so gut zu mir. Ja. Womit habe ich das verdient? Ist hier was unten drin, wenn du dich hockst? Nee, ne? Okay, schade. Also er hat gesagt, durch die Küche müssen wir raus irgendwie, ne? Ich verstehe nicht. Aber den Vater Martin hat noch finden. Ja. Das verstehst du nicht? Das ist hier keine Messer. Er kann ja einen Topf nehmen und den mal einen rüberhauen. Ja, das ist halt ein Spiel, wo man sich nicht wehren. Geht's da rein? Nee. Oh. Nö. Dann geht's hier bestimmt weiter. Ist da der Typ rausgelaufen vorhin? Nee, der ist an uns vorbei doch und hat die Tür hinter sich zugeschmissen. Ja, ich würde auch zum Walker rüber rauflaufen. Nee, der will. Der will nur spielen. Der ist gar nicht mehr so fit gewesen im Kopf. Ist das der Dings? Das ist die Waffe, oder? Nee, nee, das sind wir doch. Das ist ein Aufzugsschacht. Ach so. Hast du in die Ecke geguckt? Ist das der Surround-Sound? Ja. Ich dachte gerade, was war denn das? Gemein, ne? Ja. Ich dachte, der Hund hat was gemacht. Hier können wir raus. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das glaube ich auch nicht. Können hier bestimmt noch nicht raus. Ist das eine Pfeil? Nee, das ist ein Bildschirm, okay. Geh noch. Aber voll die ekligen Geräusche raus. Ja, ist das? Ja. Ah, die Geräusche sind alle voll widerlich. Ah, da haben wir was. Das war doch ein Dokument. Ah ja, zu früh gedrückt. Seiten 159, Auszüge an Akte. Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, also posthypnotische Kontrolle, eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Na guck, die wollen halt irgendwie hier die Leute manipulieren. Ja. Mit Hypnose zum Beispiel. Mhm. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren, dass sie sich halt nicht erinnern hinterher? Mhm. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Und wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Mhm. Also, die wollen die Leute halt fernsteuern. Ja. Vermuten ja die ganze Zeit schon, dass sie irgendwas mit irgendwelche Soldaten basteln wollen. Ja. Warum auch nicht? Indem sie halt ja irgendwie die in Hypnose versetzen und irgendwas. Die machen das. Hier war der Vater Martin von der Seite und ist dann da rausgerannt. Ja, genau. Ich guck mal ganz kurz irgendwas mit dem Aufzug. Da haben wir doch geguckt, da liegt einer. Wenn ich jetzt runterspringe, würde, käme ich auch wieder raus, oder? Meinst du? Aber da ist ja eh nichts. Lassen wir das also erstmal. Würde ich echt ja auch nicht machen. In echt würde jeder wahrscheinlich sofort Exit, ne, raus.
Aber da kommt nicht gut. Das endet nicht gut. Böses. Okay. Ach nö. Boss ist fies. Boss, das ist fies. Als wir gestern mit Michi darüber gesprochen haben, wie weit wir wohl in Outlast sind, als wir bei ihm waren, ja, hat er doch gefragt, ob wir schon im Hof waren. Das wird das hier sein. Das muss das jetzt sein, ja. Also ist das so ein Hof? Das ist ja ein Innenhof halt, ja. Ja, denke ich mal. Oder doch nicht? Ne, so ein Hof ist das nicht. Ist schon draußen, eine richtige Hütte hier. Und das hier hängt ja unter dem... Okay. Verhaftungsschuppen. So, woanders können wir jetzt einen Schuppen aufmachen. Da sind Batterien, das ist auch schon mal gut. Die Kabel erinnern mich an den Wernicke. Da hat er doch auch so Kabel an sich dran. Was denn? Da ist was vorbeigeflogen gerade. Wenn er so fies atmet. Ja, er ist erschrocken. Ich auch innerlich. Hoffentlich verarscht uns der Vater Martin nicht. Das glaube ich nicht. So, das Licht auf. Ja, komm, blitz nochmal, ich will ein bisschen mehr sehen. Ja, vielleicht ist doch so eine Art Innenhof. Man sieht ja total schlecht. Ja. Boah, das war schon cool gemacht hier jetzt gerade mit dem Blitz. Ist da gerade irgendwas über die Wiese gelaufen? Ich hab nichts gesehen. Nee, gehört. Sind wir hier raus? Nee, oder? Ich weiß nicht. Was steht da? How? Alive are you. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht in dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Na schön. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Das klingt nach so einem kranken Typen halt, ja. Das ist doch der Vater Martin gewesen. Glaube ich nicht. Natürlich hat er das jetzt geschrieben. Meinst nicht? Das klingt so religiös und... Ja, schon religiös. Ja, vielleicht hast du doch recht. Fuck, ich will das halt nicht vielleicht glauben. Vielleicht meint er sogar uns, dass das für uns hinterlassen. Ich will das halt nicht glauben, dass der auch ein kaputter Typ ist. Muss auch irgendjemand geben, der halt hier nicht völlig irre ist. Was für geile Lampen die auch haben. Total hilfreich. Super. Danke dafür. Die Frage, wo wir hin müssen. Weil ja, irgendwo müssen wir jetzt noch einen Wartungsschuppen finden, weil da haben wir den Schlüssel. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Wie wird das sein? Ja, das könnte der Wartungsschuppen sein. Mhm. Oder? Weißt du, hier ist ein Schloss. Kann man nicht aufmachen, ne? Warum atmet der denn so scheiße? Der hat Schiss. Mir ging's nicht anders. Geh mal nach links. Mal ganz kurz, ob ich doch irgendwas übersehen habe mit der Tür. Ich weiß ja doch, aber nee. Ja, da sind wir doch rausgekommen jetzt hier gleich. Hier, oder? Hier irgendwo. Was ist hier noch? Hier ist vielleicht jetzt was. Hier sind wir doch raus. Ach, nee, ist das der Wartungsschuppen? Scheinbar. Ja, okay. So eine super Orientierung habe ich jetzt gerade nicht, aber hat geklappt. Hä? So ein Aufdrücken oder was? Nach innen? Ja. Okay. Auch mal so. Die Tür zu hinter mir. Oder? Was ist nichts dagegen, ne? Ja. Ich habe gerade geguckt, ob man das nicht gesehen hat, weil die Musik so schrecklich wurde. Die Musik ist schon wieder blöd, ne? Ja. Warum atmet der denn so blöd, ey? Unglaublich. Hast du das Licht auch? Also diese. Das hat einen Schatten geworfen, aber ja, der Blitz. Von irgendwas. Ah! Das ist Wall Rider! Oder? Das war ein Geist! Oh Gott, das Ding im Dunkeln, na toll. Ja. Oh! Gott, steh mir bei. Aber er hat uns nichts getan! Ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Oh mein Gott. Oh, die Musik.
finster es ist. Ja. Ich bin schon wieder draußen. Ich will auch gar nicht draußen sein. Da geht eine Leiter hoch. Möchtest du die andere Richtung dann nochmal gucken? Ja, wenn wir... Warte, noch darf es geblinkt nochmal? Ja. Oh, gut. Wenn da ein großes Areal noch ist, mit irgendwelchen Sachen, müssen wir da eh nochmal hin. Ich gucke mir erstmal hier jetzt das Gebiet an. Aufs Dach, und dann werden wir schon sehen, wo es weitergeht. Aber das war es schon, was für mich jemand mit dem Hof. Ja. Wollt ihr uns damit sagen, dass es dann nicht mehr lange dauert? Das haben wir ja nicht. Wir wollten uns ja nicht spoilern lassen. Na, eben nicht. Deswegen haben wir ja nicht groß gefragt. Ne? Ja. Ich stelle mir nur die Frage, warum man es fragt. Kann ich darüber hüpfen? Da hatten wir vorhin den Schatten, ne? Ja. Okay. Lass dich da mal schön sitzen. Vielleicht hätte der was gesagt, wenn wir hingehen. Toll. Dann ziehen wir was. Ja, hier geht's jetzt. Da geht's weiter. Rüber. Okay. Da war auch eine Leiter. Links. Wo eine Leiter? Ja. Ach, da, von unten. Mhm. Ah, hätte irgendwie auch von unten vielleicht hochkommen können. Okay. Ich gehe jetzt noch hier oben weiter. Ja. Da geht's alle. Nummer 3. Ja, wie ist das? Ach, alles. Oh, kann er jetzt nicht hier lang hangeln? Ja. Okay. Rüberhüpfen, oder? Mhm. Der hat aber einen interessanten Weg genommen, der Vater Martin. Und jetzt? Da rüberhüpfen kann ich nicht, ist zu weit. Ja. Was war das? Weiß ich nicht. Da hoch? Geht's auch nicht. Und jetzt bin ich ja da unten, ne? Ja, ich würde aber bei der Absenkung. Ne? Ja, auf die Kisten. Ja. Da ist einer, oder? Ja, ein Toter. Das sieht nicht mehr frisch aus. Liegt hier irgendwas? Kommt man da irgendwie hoch? Da kommt man irgendwie hoch, ne? Und dann da lang. Ich guck mal jetzt hier unten noch durch die Tür rein, ne? Ne. Ach, okay, ist wenig. Okay, dann passe. Ja. Komm. Da liegt da einer unten im Boden. Hat der das gesagt? Weiß ich nicht. Das ist eine Lampe, soll ich erwarten. Lass das mal an, hier sieht man sonst nichts. Da ist noch eine Tür. Ja, guck erstmal, ob man die Tür öffnen könnte, weil sonst latscht man wieder zurück. Nein. Die geht nicht mal auf. Da ist der Typ gleich wieder. Ich habe nicht mehr so viele Batterien. Da ist eine Tür. Geh mal ein bisschen schneller genau. Was ist alles eklig hier? Hat der irgendwas? Der auch nicht der Tote, oder? Der da, hat der was liegen? Nee. Was ist da an der Ecke? Schneller. Hier sind überall nur kaputte Leute. Was liegt da? Blinkt da was? Ja, natürlich. Zwei Sachen sogar. Ein paar Sachen. Da ist noch was gewesen, oder? Die reflektieren nur. Ach so. Das reicht nur, wenn es blitzt. Aber eine Batterie haben wir, das passt. Ja. Wahrscheinlich wieder irgendwie Kleck.
Hier ist die Tür. Ich glaube, wir müssen in die Tür rein. Achso, meinst du, da geht's auf? Ja, ich hätte gedacht, man die vielleicht irgendwie aufkriegt. Dann musst du vielleicht auch wieder runter, wenn es Prison Block. Mal ganz sorgfältig umschauen. Ich glaube, ich hätte schon gedacht, dass es hier weitergeht. Da geht's nicht hoch. Ein Fenster auch nicht. Da auch nicht. Da. Da. Okay. Wir sind aber jetzt nicht irgendwie im Kreis gerannt, oder? Nee, sind schon alle dann. Oh oh. Zittert und wackelt das nicht alles, ne? Das ist gerade eine Scheiße. Die Folge ist schon ganz schön lang. Hörst du das? Das ist der Walker. Ich höre den. Hörst das den? Sind doch die Ketten. Hörst du das nicht? Die auch so gewackelt. Ja, das ist die Musik. Ich verstecke mich hier. Mach du das jetzt noch zu Ende, bitte. Nee. Nein. Doch. Nein. Doch. Ihr wollt es ja auch. Edi muss spielen. Also, in der nächsten Folge darfst du es machen. Ja, okay. Bis dann. Gut, tschüss.